herzlich willkommen bei Fittorial und Tag Nummer 18 unserer 30-Tage-Challenge. Wir sind schon ziemlich fit, würde ich sagen. Aber heute machen wir wieder ein Workout. Also ihr könnt schon mal eure Sportklamotten anziehen. Ihr wisst es ja mittlerweile, wir wiederholen uns. Wir machen nicht wieder das Gleiche, sondern unser normales Workout mit Variationen. Ich glaube, wir kennen jetzt auch die Ursprungsübungen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller an. Was machen wir heute statt den Squats? Wir machen nicht statt der Squats, sondern wir machen Squats, okay, aber in einem anderen Tempo als normalerweise. Das heißt, wir machen einen Squat und wir pulsieren unten achtmal. Achtmal? Achtmal, genau. Der kann dann und dann so pushst zählen. Du dich hoch und machst das Ganze nochmal. Einfach damit der Muskel ein bisschen länger unter Spannung bleibt. Mhm. Ich denke, da haben wir uns jetzt hin vorgearbeitet, dass wir das problemlos machen können. Okay, dann normalerweise Push-Ups oder im Deutschen Liegestütz. Auch heute Liegestütz, aber mit einem Leglift dabei. Also du machst einen Liegestütz und hebst das Bein einmal so leicht in die Diagonale. Ja, und dabei nicht übertreiben, das Bein nicht so hoch schießen, weil sonst knallt das in den unteren Rücken. Einfach nur ein bisschen vom Boden lösen, das reicht schon. Alles klar, das sah doch ganz gut aus bei mir, oder? Ja. Okay, dann statt dem Swimmer oder welche Variation des Swimmers, ich frage mal so. Ich habe heute eine ganz andere Möglichkeit, die Körperrückseite zu trainieren. Und zwar möchte ich gerne in die Hip Bridge gehen, die Hüftbrücke. Fersen nah an den Po, Füße hüftweit, Oberkörper ablegen, Arme seitlich neben dich, Po anspannen, in die Fersen pushen, Hüfte heben und senken. Nicht wieder komplett ablegen, Spannung halten. Und das machen wir 45 Sekunden lang und gucken mal, wie sich die Körperrückseite dann anfühlt. Okay, klingt gut. Klingt zumindest besser als die ganzen Flugzeuge, die hier lang fliegen. Seitdem wir Videos drehen, merke ich erst, was wir hier für Flugverkehr haben. Wahnsinn. Ja. Zurück zum Workout. Statt oder welche Variation der Plank? Für die Plank, ja. Habe ich eine kleine Schwierigkeitsstufe für uns. Du machst einen Plank und dann geht dein Knie immer außen Richtung Ellbogen. Wow. Das Ganze geht selbstverständlich auch auf den Knien und arbeite in deinem Tempo. Das ist immer das Wichtigste. Und trotzdem den Po schön tief halten. Mhm. War das eine Kritik vielleicht? Als letztes Crunches. Genau, heute dachte ich mir, wir machen Side Crunches. Das heißt, wie immer, Knie über die Hüfte, Unterschenkel parallel. Und dann gehen wir vorne, hinten. Das heißt, wir bewegen uns auf einer Ebene. Die Schulterblätter sind definitiv gelöst, Körpermitte dadurch unter Spannung. Aber dann wird auch die Taille so ein bisschen mitbearbeitet. Wenn das hier too much ist, Füße aufstellen und hier arbeiten. Du als Trainerin hast jetzt gesagt, vorne, hinten. Wenn man es links, rechts, das wollte ich sagen. Vorne, hinten kann auch, wenn man es von vorne sieht, links, rechts bedeuten. Also genau. Das, ja. Ganz genau. Okay. Damit haben wir es im Prinzip. Wir machen uns jetzt noch ein bisschen bereit. Das geht bei mir so. Alles klar. Okay. Ich brauche immer das Adrenalin, weißt du? So. Ich kann gerne nachhelfen, wenn du möchtest. Du willst mich nur schlagen. Get ready for Fittorial 5. Squats in 3, 2, 1, go. Und dann einfach unten halten. Und auch hier, push die Knie raus, mach den Bauch fest, Po schön anspannen und jedes Mal, wenn du dich hochpushst, so richtig schön aus den Fersen und den Po nochmal extra anspannen. Und vielleicht kannst du den Po ja auch mit jeder Wiederholung so einen Tacken tiefer sinken lassen. Da spürt jemand seine Oberschenkel. So, Sidekick irgendwas. Nix Sidekick, wir sind noch nicht bei der Plank. Ja. Leglift. Das Bein ist anheben. Für mich das Gleiche. Push-up und dann ein Bein in die Diagonale heben. Immer im Wechsel. Und trotz allem Bauchnabel einsaugen, Po anspannen.
sitzen. Na, gerne kraftvoll ausatmen. Jedes Mal, wenn du dich hochpushst. Denk an die Option. Auch möglich. Dein Körper, dein Training. Dann einmal Hip Bridge. Fersen nah an den Po, Füße hüftweit, Oberkörper, Kopf ablegen. Spann den Po an und dann pushst du die Hüfte einfach Richtung Decke. Denk dran, du legst sie zu keinem Zeitpunkt wieder komplett am Boden ab. Wir gönnen uns keine Pause in den 45 Sekunden. Push die Fersen auch bei jedem Heben wirklich nochmal bewusst in den Boden. Das verstärkt auch nochmal die Spannung über die komplette Körperrückseite. Kommt die kleine Herausforderung dieser Variation. Plank. Quasi mit so einem kleinen Glühwürmchen. Das heißt, das Knie geht außen Richtung Ellbogen und du wechselst. Mir ist auch super wichtig, achte darauf, dass deine Hüfte möglichst parallel zum Boden ausgerichtet bleibt. Das heißt, kein Aufrollen zur Seite. Das muss überall knacken, ne? Genau. Ab einem bestimmten Alter, ja. Ja, noch hier. Mach's in deinem Tempo. Oder auf den Knien. Crunches. Side crunch. Three, two, one, go. Und dann einfach von einer Seite auf die andere. Halt die Schulterblätter die ganze Zeit vom Boden gelöst. Saug auch hier den Bauchnabel fest ein. Und hab das Gefühl, dass deine seitlichen Rippen quasi Kontakt zu deiner Hüfte suchen. Lass die Atmung fließen. Niemals die Luft anhalten. Sini, lächeln. Ganz konzentriert. Warface lächelt gesehen. Du musst deine Gegner irritieren. Nee, mir hilft das tatsächlich, fokussiert und böse zu gucken. Okay. Ich brauche das nicht mit Lächeln. Also nicht nur, das hilft mir nicht. Ich muss so, bei mir ist das so wirklich, ich muss mich so einstellen, durchziehen. So ein bisschen so Kampf. Okay. Kann ich auf der Bühne nicht bringen, weil ich glaube, dann kriegen meine Teilnehmer Angst. Mach doch mal so schwarze Schminke hier so drunter. Und dann... Dann müsste ich Body Combat unterrichten, dann würde das perfekt passen. Okay. Ja, damit habt ihr es eigentlich schon wieder heute geschafft. Und wenn ihr Bock habt, ne, ich sag es nur, also falls manche von euch jetzt sagen, ich bin jetzt erst warm, ey, hängt noch ein Training einfach jetzt dran, macht dasselbe nochmal. Ist ganz einfach und dann habt ihr die Intensität direkt mal verdoppelt. Und wer weiß, wofür man das noch braucht. Dun, dun, dun. Bis morgen.